So, weiter geht's mit Genshin. Ja, wir haben es jetzt kurz auf hier. Einen Tag später nach der letzten Aufnahme und wieso habe ich jetzt gerade Schalde ausgesucht? Moment, Truppe. Ach so, stimmt, ich habe glaube ich die hier pyroriges Wein gemacht, die Feuerpflanze halt. Ist ein Name, ich auf dem Deutsch nicht, im Deutschen nicht kenne, aber okay. So, das normale Team. Ich will mich jetzt gar nicht lange aufhalten. Eigentlich will ich nur kurz hier reingucken. Ist hier irgendwas? In Ordnung der Gestirne. Bla. So, Laternenritual. Angezündet sind die Lichter. Das dürfte doch jetzt eigentlich. Genau. Laterne mehr. Ich habe noch ungefähr maximal 4 Stunden, bis ich schlafen müsste. Und das sind effektiv 2 Stunden, bis ich ins Bett gehe. Oder, na, bis ich Bett fertig sein sollte. Wow. Und ja, das ist jetzt die letzte. Ich gehe davon. Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist die vorletzte Quest wahrscheinlich für das Event. Ich bin von aus. Auf jeden Fall will ich die jetzt halt machen. Ist glaube ich so ein Legendenauftragsding, was vertont ist. Also habe ich wenig zu reden. Das ist gut, weil ich habe gerade schon 3 Stunden Pokémon Mystery Dungeon gespielt im Stream. Dementsprechend, da durfte ich viel selber wieder synchronisieren. Juhu. Gut, Laterne Meer. Das Laternenritual ist noch nicht vorbei. Mit der Hilfe von Shao, Kaeya und dem Liefen konntest du einen Komplott vereiteln, von dem dir noch nicht ganz klar ist, ob du darüber lachen oder weinen sollst. Jedenfalls ist es dir gelungen, den trotteligen Kriminellen deiner zur Rechenschaft zu ziehen und ihn dem Liefen zu übergeben. Heute führt dich dein Weg zum Gasthaus Wangshu, um Shao wie vereinbart Bericht zu erstatten. Ja. Einzige Quest, weil ich glaube, danach könnte wahrscheinlich das letzte Event-Ding starten. Ich hoffe nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein. So. Das Ding weg. Hab ich echt schon ein Level jetzt durchbekommen? Tatsache. Ja. Okay, Spiel. Warte mal, kann ich nicht eigentlich dann jetzt auch Erkundungsdinger machen? Ja, kann ich. Ich meine, es ist egal, weil vor morgen früh mache ich das sowieso dann nicht zu Hause, weil mache ich halt erst nach der Arbeit meistens. Kann ich zwar auch um 4 Uhr bei der Arbeit direkt machen oder um 1. Da denke ich aber meistens nicht dran, weil ich da Besseres zu tun habe, wenn ich den Laptop nicht mit habe. So, hier zum Wangshu. Gucken wir doch mal, was jetzt mit Shao los ist. Ob er irgendwie aufs Fest möchte. Steht im Questlog eigentlich was anderes zu der Quest oder nicht? Gute Frage. Questlog. Ach ne, steht das gleich einfach nur. Okay. Ja, und das Traurige ist, Shaos Banner ist zu Ende. Der eigentlich noch ein. Ja, doch, eigentlich hätte er noch 7 Tage halten müssen, aber die wollten ja irgendwie jetzt noch 2-wöchentlich machen irgendwie. Von mir aus. Von mir aus sollen sie auch einwöchentlich machen und dann halt einmal die Woche durchswitchen. Ist natürlich zum Ansparen von Primus ein bisschen beschissen, aber naja. Kann man halt eventuell mal auf die dann auch gehen, die man wirklich haben möchte. Weil ich glaube, so nervig und blöd ich Shichi als Charakter finde, umso mehr will ich sie eigentlich als Heiler haben. Einfach nur aus Prinzip. Aber okay. Ja, und Kicking ist natürlich cute. Cool, aber ja, irgendwie. Die haut halt wirklich nicht ganz so gut rein, finde ich. Sie ist solide. Sie ist wohl auch beim A-Tier laut den meisten Tierlisten. Also ein bisschen, irgendwas fehlt halt bei ihr. Aber naja. Ja, der Speerbanner hier geht noch ein bisschen, aber die Wahrscheinlichkeit, den Speer zu bekommen, nicht das Schwert, ist zu gering. Weil man halt zu einem nur 75% die Waffe bekommt und dann halt auch nur 50% eine von den beiden. Von daher, naja. Aus dem Waffenbanner sind so eine Sache. Bin ich kein Fan von. Was? Ich soll höher? Ist Schau nicht da unten in der Dingens? Wow, wow, wow. Nicht runterfallen. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht. Pokémon Mystery Dungeon halt das Remake auf der Switch. Also Remaster eher. Wobei es ist mehr ein Remake als ein Remaster. Remaster Remake? Whatever. Das wäre ein neues Projekt, aber ich muss mal gucken, wie lange die Story dauert. Ja, how long to beat? Habe jetzt 3 Stunden gespielt und ich habe nicht mal Panzer Eron platt gemacht. Ja, jetzt zu Anfang habe ich natürlich viel vorbereiten müssen und bla und blub und nebenbei machen müssen. Aber trotzdem. Es könnte sich relativ lang ziehen irgendwann. So, hallo, Schau. Sehr
So is the matter resolved? Wir haben uns darum gekümmert, aber... Good. Wirst du dir nicht die Mengschau-Laterne ansehen? No. As I said, I am not partial to crowded areas. Especially at this time of the year. Die Mengschau-Laterne dieses Jahr ist das Abbild des Fürsten des Zielenden Himmels. Yeah, it's a super impressive looking giant deer. Let's go take a look together. Skybracer. A Mingxiao lantern nonetheless. A fleeting creation of human hand. It means nothing to me. If this short-lived spectacle is one you wish to witness, I suggest you go to the city. Oh, he really won't go. Unless... Let's go find the boss! Okay. He might have a few tricks up her sleeve. Wow. Er ist halt introvertiert. Lasst ihn doch alleine in Ruhe. Ist doch gut. Sounds like you and Xiao took care of business again. Word certainly got around. The news even reached us here. Ah, and yet another year's lantern rite will soon be over. And he still won't go and take a look. All these long years and I've never seen him attend the lantern rite. I'd go as far as to say it'd be easier bringing the festival to him than the other way around. Bring the festival to him. Eine schöne Idee. Yeah, if Xiao won't go to the lantern rite, then let's bring the lantern rite to him. Sorry, surely you realize I was joking. How would you bring the lantern rite to him exactly? When we were in the city checking out the festivities, we learned how to make Xiao lanterns. We even found a food stall serving local delicacies. So much tasty food! So many pretty Xiao lanterns! Not to mention, what else? Oh, the bygone heroes! His old friends! Aren't those the heart and soul of the lantern rite? You're not wrong, but where would we set all that up? Now that you mention it, I wonder... We need enough space to set up our own stall. Huh, there might just be enough room below the inn. Hey, let's take a look and choose a space. I believe I know the kind of stall you're after. There should be a few styles we can reference. Let me think. Okay. Finde einen guten Platz für eine Hütte. Muss eigentlich... Das ist aber wieder so blöd irgendwie. Die geben jetzt nur diesen Platz da unten an. Aber eigentlich haben die hier den ganzen Inselklumpen, den sie gut besetzen können. Also... Wenn ich dieses Stück Land besitzen würde, ich könnte hier locker ein nettes kleines Märkchen einsetzen als Fest. Laterne können wir selber eine basteln, notfalls. Eine kleine halt. Naja, beobachten. This is too close to the elevator entrance. I think we can do better. Das ist so dicht an den Tischen wahrscheinlich dran, habe ich recht. No, here we be constantly interrupted by the foot traffic. Yep. Und hier unten ist wahrscheinlich zu dicht am Wasser. Wobei hier relativ viel Platz eigentlich halt ist. Here's not too bad. And it's safely away from all the foot traffic. Fitting choice. Oh, we've got ourselves a nice spot. Now we need to build a proper stall. I've thought about it, and I believe I know roughly how to go about it. If you'll excuse me for a moment, I'll try to figure out where to start. Wohin baut einen kleinen Stand? And voila! A little rough around the edges, but it should serve us well. What do you think? Das bekommt Schau da oben natürlich nicht mit. Ich meine, du hast eine Treppe gebaut, also kannst du wohl auch so einen Stand bauen, aber okay. Ich denke, du hast deine wahre Berufung verfehlt, so eine fachmännische Schreinerarbeit. It's no big deal. Just a little bit of DIY that I picked up years ago. I've forgotten most of it actually. Well, we can check the stall off our to-do list. It looks quite festive decorated with that Xiao lantern, wouldn't you say? Weißt auch, wie man Laternen bastelt? Well, yes. But in my generation, it's just the norm for everyone who grew up in Liyue. Anyway, speaking of festivities, no celebration is complete without a feast. Do you know what you would like on the menu? Almond tofu, that's for sure. We've made it for Xiao before. Und gegrillter Tigerfisch. Almond tofu and grilled tigerfish. Huh. What an interesting combination of flavors. I'll have a word with Smiley Yan Xiao. He should be able to rustle those up in no time.
Luckily, the inn's pantry contains all the necessary ingredients. Oh, it's about time to summon our honored guest. Could you fetch him? The food should be ready by the time you come down. Hier, wo ist der Haken? Das läuft so reibungslos. Ich mit Ciao. Yay. Ach komm, warte mal, nach oben teleportieren geht schneller. Ist zwar nicht so immersive, aber es ist deutlich schneller. Definitiv. So. Hallo, Ciao. Okay, er kann es von hier oben doch nicht sehen. What now? Wir wollen, dass du mit uns zum Laternenritual kommst. We've had the talk about crowded places. Do not make me repeat myself. Best you go alone. Ich sagte nicht, dass du zum Hafen von Liebe gehen musst. What is that supposed to mean? Du wolltest nicht zum Festival kommen, also haben wir das Festival zu dir gebracht. You brought the festival to me? Da steht eine Laterne im Hintergrund. Okay, so there's a bunch of delicious snacks just laid out below the inn. And a bunch of Xiao lanterns, and there's practically no one else around to have to worry about. Es gibt sogar Maneltuch und gegrillten Tigerfisch. Better hurry up, or the food's gonna go cold. Come on down. Ist mit Schau. Okay. Von mir aus. Dip, dip, dip. So this is what you meant by bringing the festival to me? Is there no end to the peculiarities of human behavior? Does it serve any grander purpose? Auf diese Art kannst du am Laternenritual teilnehmen. Is that so? Human motives defy my attempts to fathom them. Less fathoming, more eating! Come on, dig in before it gets cold! Mm-mm. Okay, Paimon's gonna concentrate on eating now. Alle verbrachten ein wundervolles Festmahl. Now that we're done with the most important part of the celebration, we should be heading out to see the Ming Xiao Lantern. Komm mit uns, Xiao. You may take your leave. There's nothing for me over there. Kannst uns doch einfach auf dem Weg begleiten. Yeah, the Ming Xiao Lantern may not be your thing, but surely there's no harm in taking a walk with us. The road from here to Liyue Harbor is long and full of dangers. We need someone to ensure our safety. Nobody says you have to enter the city. You can just see us off at the outskirts. So be it. I shall accept your proposal. There you go. All right, time to hit the road. Time to hit the road. Habe ich irgendwie schon mal, glaube ich, in Sonic gehört. Jetzt mal von Liebe. Muss ich dahin laufen? Ich kann auch einfach mich porten, oder? Ich kann mich auch einfach porten. Oh, Gott sei Dank. Keine Escort-Quest, nervig. Schwein gehabt. Ja. This is as far as I will go. Please see yourselves into the city. Warte einen Moment. What now? You are obviously one of the heroes this festival is all about. Why don't you want to get involved? I detest the rabble. No cares in the world. So peaceful, so joyful. They are nothing like me. Too long have I spent slaughtering, accompanied by the burden of suffering that follows in its wake. Crossing paths with all those jubilant people will only make me... That's all I have to say. Farewell. Es würde ihn neidisch machen und er würde die Kontrolle über sich verlieren und alle angestaute Hass, whatever, was er da halt irgendwie in sich hat, freilassen. Bist du sicher, dass du nicht mit uns kommen willst? Are you really so enamored with such trivial amusements? Was denkst du? Hey, this is a legitimate festival, not some trivial amusement. Legitimate? Enough. Go watch your lanterns, but stay vigilant. Keep your eyes open for any menace. If you find yourself in trouble,
speak my name. Bist du sicher, dass du es rechtzeitig für die Rettung in die Stadt schaffst? Anywhere, anytime. Whether yours or Leo's, I hear all cries for help, all prayers for peace, and all the wishes carried by the lanterns. Ach, darum hat er keinen Bock auf das Fest, weil er sich alles anhören darf. Iris macht von Liebe zurück. Ich würde gerne laufen, immersive-mäßig, aber das dauert zu lange. Und ich habe keine Zeit. Ich meine, ich habe schon Zeit, aber naja. Zeit ist Geld. Dementsprechend, ja. Dip, dip. Dabei habe ich wieder ein bisschen Hunger. Abendessen ist auch schon. Geht schon her. Muschen Schoko, Kekse sind auch so eine Sache. Halt nicht lang an. Ach, Tatsache, jetzt Musik und Event. Das wäre echt die Laterne hoch. Oh, Finale. What? What? Ich dachte, das ist eine Statue. Okay. Die Musik ist ein bisschen sehr laut. Nebenbei. Und er guckt sich's doch an. Aber von außerhalb. Hätten wir auch bei ihm stehen bleiben können. Er findet's doch schön. Er mag das Fest. Aber nicht die Menge Schaulaterne, oder? What? Anekdoten des Laternenduells 3, leuchtende Laternen. Now isn't this lively? The fuck? Teil 3 abgeschlossen. Laterne im Meer. This is the Lantern Rite Gala. What? Das war's? Ich dachte, die Laterne sieht eher aus wie eine normale Laterne und hebt irgendwie den Himmel ab. Aber die hier ist explodiert. Was? Das war's jetzt? Angezündet sind die Lichter. Laterne im Meer. Ich dachte, da passiert jetzt auch irgendwas Dramatisches, deswegen wir Schau noch zu Hilfe rufen müssen. Oder so. Oder kommt das noch die nächsten Tage eventuell? Ah. Ich meine, trotzdem schön zu sehen, dass ihm das trotzdem gefallen hat, da oben zu sitzen am Stadtrand und alles gesehen hat. Das hätte er nicht getan, wenn wir ihn nicht dahin gebracht hätten. Und darum ging es ja quasi irgendwie. Aber trotzdem. Interessant. Will ich mir das ein oder sind Laternen? Die Laternen da auf der Treppe sind nicht symmetrisch angeordnet. Wie könnt ihr nur? Ihr Monster. Wer hat das getan? Was macht man symmetrisch? Oh, kommt, Leute. Hier oben geht's einigermaßen symmetrisch, aber da unten nicht. Da bilde ich mir das ein. Da unten ist das nicht symmetrisch. Aber hier oben. Ah. Okay. Ja, irgendwie, ich habe jetzt eigentlich mit mindestens einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde gerechnet. Was ist denn das jetzt hier? Karte der Vorrichtung. Materialvorbereitung. Ja, müsste ich mich mal drum kümmern langsam. Bin ich irgendwie viel zu faul für gewesen. Das muss ich eigentlich heute Morgen alles machen, jetzt gleich dann. Nächsten Tag habe ich ja keine Zeit. Außer wenn ich morgen Abend, also heute Abend den Laptop mitnehme, dann kann ich es doch machen. Muss ich eigentlich ja schon. Leuchtende Laternen, oh, einsammeln. Cool, direkt 1400 Sachen bekommen. Weiß noch nicht was, aber okay.
Ja, diese AFK-Guides sind halt ganz interessant, wo halt gesagt wird, was man machen muss, aber da erstmal reingucken. Also möge das Ritual beginnen, ist nur Sachen aufsteigen lassen. Eine Partie abschließen, drei oder höher. Okay, die werden automatisch gemacht. Ist ein Schaden. Ich halt 5 oder höher, 6 oder höher. Alle Gegner besiegen halt. Ah. Und höher mit mindestens 36 Punkten ab. Ach so, ja gut. Ja gut, das ist so eine Sache. Ja gut, ich kann auch ganz gut was bekommen. Und das ist relativ viele Sachen. Die Stufe von 6, also von 6 Arten auf 10. Oh Gott, das muss man ja echt bis zum Tode farmen, glaube ich noch. Ich glaube, ich habe heute Nacht noch was zu tun. Ich wollte eigentlich ein bisschen Mario noch weiterspielen. Wo mir gerade auffällt, dass ich offenbar die Switch noch anhab. Aus. Aus, ja. Ja gut, dann muss ich das halt auf Arbeit machen. Das ist heute Morgen. Ich habe jetzt gut 2 Stunden Zeit dafür. Gut, Daily Quest muss ich auch noch machen und Resin, aber das ist nicht so viel jetzt. Außerdem, ja gut, kommt drauf an halt. Laternenmarkt. Kaufen wir erstmal die Sachen, die man sonst nicht so einfach bekommt. Halt, die Krone. Die kriegt man nur in Events. Und 20 Bücher. Brauche ich jetzt zwar nicht so unbedingt. Aber. Mehr Bücher, 6. Zwei Lilane und. Also, warum machen sie nicht gleich 4 Lilane? Aber okay, ist trotzdem okay. Kann man machen. Ja, wie gesagt, ich kaufe erstmal, ob ich der Reihenfolge nach was besser ist. So Anekdoten des Laternenrituals. Also, die habe ich noch nicht aufsteigen lassen. So, und jetzt das letzte. Ach, das ist eine ganz eigene Quest jetzt? Ah, da habe ich ja doch noch was zu tun jetzt. Wangi hat dir im Gasthaus Wangshu etwas zu sagen. Ach nee, ich musste beim letzten Mal auch erst noch was machen. Das heißt. Ach, jetzt geht's ums Quinksche Dorf wahrscheinlich, oder? Okay, zum Auftrag. Ja. In Wangi, ja. Ja, gut, dann wird das wahrscheinlich jetzt die nächsten Aufträge da freischalten. Die werde ich aber wahrscheinlich dann Sonntagmorgen oder Sonntagabend aufnehmen. Und ich krieg voll Bock gerade auf Sushi. Ich hatte zum Abendessen Sushi und Currysuppe und gebratene Nudeln. Und ich will mehr. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt echt auf einmal Heißhunger auf irgendwie sowas in der Art. Oh, verdammt. So, hallo Wangja. Nehmen wir, was ist denn hier jetzt noch? Achso. Wir stehen zueinander. Ja, kann ich mir eh nicht leisten momentan. So. Apropos Moment, wie viele Primos habe ich? Ich glaube, Verlauf 6, 8. Okay. Noch 2 Sachen hier und ich versuche einmal auf den Banner Barbara zu bekommen. Was für ein Schwein kann ich eigentlich haben? Ich glaub's nicht. Oh yes. Screenshotten. Oh yes. Danke, Spiel. Wo du mich bei Fischl enttäuscht hast, hast du mich bei Barbara jetzt nicht im Stich gelassen. Yes, okay. Das war jetzt der 9. Pull, wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe. Dementsprechend, ja, alles Primus, nee, alle Primus, die ich jetzt ansammle, kann ich sparen, weil Keking will ich jetzt nicht unbedingt doppelt ziehen, auch wenn ihr, ja, ihr Baumdingens eigentlich ganz interessant ist, glaube ich. Also ihr Talentbaum. Aber da er schau demnächst mein Main DPS wird wahrscheinlich, oder zumindest mein Einhand, mein Basic? Mein. Was ist eigentlich Schau dann bei mir, wenn er mal irgendwann eine Waffe hätte? In 2 Wochen. Keine Ahnung. Muss ich gucken. Ja, Kicking ist ja ein Set, aber sie hat halt ein paar Nachteile. Halt ihre Attack Chain ist extrem ekelhaft. Ja. Wu Tao ist auch uninteressant für mich. Also so gesehen, die nächsten 4 Wochen werde ich wahrscheinlich nichts wünschen. Außer wenn sich der Banner halt lohnt von den Side-Charaktern. Gut, nee, Barbara. Das ist gut, weil damit habe ich jetzt Barbara. Nicht auf C6. Okay, fuck my life.
Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, ich hätte Barbara schon auf C5 und würde jetzt C6 dann freischalten. Scheiße. Ah, wenn ich Barbara jetzt im Shop gekauft hätte letztes Mal, dann hätte ich das gehabt. Ah, verdammt. Ja gut, also tschüss C6, weil C6 hätte ich dann doch nicht mehr bekommen. Ich will nicht unbedingt bei dem Banner mit Bennett und Ningguang ziehen wollen. Mein Bennett ist ein guter Support und ist auch aber halt schon C4 und C1 braucht man halt eigentlich nur. Wobei halt nochmal Bennett ist halt gut, weil dann halt sein Skill direkt um 3 Stufen höher geht. Und ja, C6 ist halt, ja, erhöht den Pyroschaden der aktuellen Figuren der Truppe mit Einhändern, Zweihändern und Stangenwaffen im Wirkungsbereich von und verleiht ihnen die Pyrokraft. Ja, das ist halt so, verleiht die Pyrokraft und erhöht Pyrokraft. Also, alle Leute, die quasi kein Element haben, haben direkt dann halt physischen Schaden. Das ist halt blöd, auch wenn der Schaden um 50% höher ist. Ist für Dilluk und Klee natürlich extrem geil, wenn die dann in der Zeit angreifen. Aber ja. Also Bennett wäre schon noch als Support ganz geil eigentlich dann. Also wäre jetzt auch nicht verschwendet. Verschwendung ist halt Ningguang. Habe ich auch schon auf C3. Und den Widerstand der Figuren in der Umgebung gegen alle mit Beanwendung von Jadeschirm und 10 ist halt gut, aber naja. Ich hoffe, Beanwendung von Sternensplitter, 7 Stücke Sternjade für Ningguang. Sie hat halt alles, was versucht bei Streffen mit Standangriffen und Flächenschaden. Das ist halt das Beste, was sie haben kann. C1. Der Rest ist so, ja. Ja, keine Ahnung, wie gesagt. Ich spiele sie halt nicht. Ist halt auch ein DPS und ich habe genug DPS mittlerweile. Ja, so wie mit hier ihr. Sie ist ganz toll als Support oder so, als Sub-DPS, aber bringt mir nichts. Naja. Gut, dann doch keine C6 Barbara, aber ey. Zumindest habe ich jetzt nochmal Barbaras Heals gestärkt. Ist ja auch was. So, Wangja. Es sollte genügen. Was wirst du tun? Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Weißt du noch, wie ich Qing Su und Wu Huan Zi in das Qingshu Dorf eingeladen habe, richtig? Wir sind bereits dort unterwegs. Du kannst sie dort antreffen, wenn du dich anschließen möchtest. Es gibt hier noch etwas, das ich erledigen muss. Ich werde mich in das Qingshu Dorf begeben, wenn ich fertig bin. Es kommt mir vor, als wenn du nie mit irgendwas fertig wirst. Ah, ich kann nichts dafür. In Zeiten des Laternenrituals ist der Arbeitsaufwand im Rat für allgemeine Angelegenheiten wirklich enorm. Ist das nicht schon zu Ende jetzt, das Fest? Aber egal. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten liefert heute ein paar Festwaren aus. Und zufällig liegt auch das Gasthaus Wang Shu auf diesem Weg. Weil ich hier bin, habe ich versprochen, die Lieferung dieser Ware zu überwachen. Du kannst als erstes ins Qingshu-Dorf gehen und dort auf ihre Ankunft warten. Ich werde nicht lange brauchen, um ein Inventar zu erstellen. Lass ich raten, das Qingshu-Dorf auch nur, damit ich da noch mit den Charakteren irgendwie Quests machen kann. Düpp, düpp, düpp. Warum nicht gleich den Teleporter auswählen, bitte? Also, hä? Mach mich halt Spiel. So. Wahrscheinlich Oma Roxen, oder? Oh, nicht schlecht. Ehrlich gesagt, ist eine Kalligrafie die beste Schreibkunst, die ich je gesehen habe. Aha, wie lieb von dir, das so zu sagen. Besser kann ich es leider nicht. Brauchst du sonst noch irgendwas? Ich sehe, dass du alles vorbereitet hast. Ah, du bist es. Ich bin gerade erst angekommen. Meine Kalligrafie ist momentan echt heiß begehrt. Ich muss schneller arbeiten, wenn ich all diesen Leuten möglich sein will. Nein, schneller arbeiten ist gleich schlecht. Aber okay. Qing Su ist ebenfalls hier. Hast du ihn schon gesehen, seit du angekommen bist? Ich habe ihn nicht gesehen. Wir sind zusammen zum Qingshu Dorf gereist, aber er hat auf den ganzen Weg ziemlich beunruhigt gewirkt. Ich wollte wissen, was ihn denn so beschäftigen würde. Er aber seufzte nur und sagte, er hätte seine Inspiration verloren. Als wir dann endlich angekommen sind, habe ich direkt mit den Schreibarbeiten begonnen. Er meinte, er wolle sich alleine umsehen, also haben wir uns getrennt. Vielleicht wissen die Dorfbewohner ja, wo er ist. Am besten fragst du einfach mal nach. Und wenn du schon dabei bist, könntest du mir auch dabei helfen, diese verzierten Laternen an ihre Besitzer zurückzugeben. Ich werde für dich markieren, wo sie sich aufhalten. Ich muss hier noch eine Menge an Schreiberei erledigen, also belasse ich die Laternenauslieferung einfach dir. Na, danke. Das Fest ist zu Ende. Ihr könnt mich mal. Naja. Habe ich sonst irgendwas Neues? Ich habe, da habe ich jetzt im Stream gar nicht dran gedacht, aber ich habe heute die Nintendo Direct geschaut. Genshin wurde immer noch nicht angekündigt, das heißt, ich muss immer noch auf Smartphone weiter daddeln unterwegs. In den meisten Fällen. Und der Rest, der angekündigt worden ist, ja.
Naja, rede ich gleich drüber nach dem Gespräch hier. Peterchen Geist. Was gibt es? Es geht um die Laternen mit der Kalligrafie von Bu Hanxi. Oh stimmt, ich hatte diese Herren gebeten, es für mich zu schreiben. Es ist dies hier, nicht? Eine wundervolle Arbeit. Danke, dass du sie mir gebracht hast. Ich muss mich aber auch noch bei diesem Schreibkünstler bedanken. Hast du jetzt völlig einmal Herrn Qing Zhu gesehen? Qing Zhu, meinst du aber diesen berühmten Dichter? Ich habe ihn hier in der Gegend gesehen, mit einem sehr finsteren Blick. Er schien ziemlich aufgebracht zu sein. Mehr weiß ich nicht. Vielleicht kann der jemand anders genauer sagen, wo er ist. Jemand anderes, oder? Jemand anders? Naja. Ja. Moment, wenn ich jetzt nicht so viel reden müsste, könnte ich jetzt mehr machen, aber okay. Nintendo Direct, bla. Kurzfassung, Zelda Skyward Sword HD, habe ich mit gerechnet so ein bisschen. Weil, bietet sich an auf der Konsole. Mit den HD-Rumble-Funktionen und der relativ guten Bewegungssteuerung. Sie haben sogar eine Controller-Steuerung eingebaut, indem sie einfach den rechten Stick für die Schwertbewegung imitieren lassen. Was, ja, zweischneidig ist, sage ich mal, weil... Hä? Meister Lu, eine Laterne. Wo ist Meister Lu? Da unten. Weil das halt, ja, die Kamerasteuerung eigentlich ist. Aber dadurch, dass Z-Targeting auf Gegner, muss man die Kamera nicht immer drehen. Deswegen funktioniert das Ganze halt bei Kämpfen. Außerhalb von Kämpfen ist es so eine Sache, aber ja, man ist sonst auch nicht rumgerannt und hat einfach das Schwert durch die Gegend geschlagen. Außer in Twilight Princess of a Wii, aber naja, das ist eine andere Geschichte. So, Meister Lu. Herzlich willkommen in der Schreinerei Fan Mu. Möchtest du etwas in Auftrag geben? Die Laternen mit der Kalligrafie von Bu Hanxi. Meine, etwas schon fertig? Lass dich mal sehen. Wirklich beeindruckend. Ein tolles Stück Handarbeit. Hast du jetzt vielleicht einmal Herrn Qing Zhu gesehen? Ach, diesen Dichter? Ich habe ihn gerade erst gesehen. Eine Gruppe von Kindern war mit ihm unterwegs. Ich wünschte, ich könnte dir mehr sagen. Vielleicht können dir die anderen Dorfbewohner ja besser weiterhelfen. Danke für gar nichts. 140 Meter, what the fuck. Ja. Das andere, was für mich noch pseudo interessant war, war Mario Golf Tour Rush oder so eine Art. Ein neues Mario Golf, keine Ahnung. Das letzte ist schon, glaube ich, lange her. Wahrscheinlich GameCube oder so. Kein Switch Online N64 Support. Kein Mario RPG auf dem SNES Online Zugriff. Also, eigentlich gab es nichts Tolles. Ein paar Indies. Als letzte Anmerkung hatten sie Splatoon 3 für nächstes Jahr angekündigt, was mich auch ankotzt, weil für Zelda hatten sie keine Infos, für Metroid hatten sie keine Infos, aber Splatoon 2 kommt nächstes Jahr schon raus. Lässt sich wahrscheinlich günstiger programmieren und herstellen als anderen beiden. Und da ist es den Leuten relativ egal, wie es aussieht und wie es ist, weil ist ja kein Zelda und auch kein Metroid. Ja, aber auch keine Metroid-Trilogie für die Switch, also ich hätte mir schon gerne einen Port davon gewünscht. Ich meine, sie haben es sogar von der Wii, glaube ich, auf die Wii U geportet in den Shop. Eventuell hole ich mir die Version mal, um das dann mal irgendwann zu spielen. Aber ist halt die, ja, Wii-Version und dann halt emuliert auf der Wii U. Das ist sehr pixelig halt. Naja. Auf dem Emulator sieht es halt besser aus, aber halt mit Pixelfehlern teilweise. Das wird nicht richtig emuliert. Sowohl die GameCube als auch die Wii-Version. Weil die Wii-Version halt auch nur eine emulierte GameCube-Fassung ist. Was irgendwo traurig ist in gewisser Weise, aber naja. Kann man halt nichts dran ändern. So, die habe ich auch noch. War hier noch was? Ich grad. Hier noch mehr Pepperonis? Ich glaube nicht. Ja, das waren so die interessanten Nintendo-eigenen Sachen. Ansonsten halt für Smash Bros. Kommt Pyra Mythra als richtiger Fighter. Was ich interessant finde, weil Rex als Main Character eigentlich in Xenoblade Chronicles 2 hat ein Mii-Kostüm bekommen. Soweit ich mich erinnere. Und ja, Mythra Pyra einfach mal als Aegis bekommen einen richtigen Charakter. Finde ich auch ganz nett, weil jetzt habe ich einen Grund, mir das Ding zu kaufen, weil Pyra / Mythra halt Mythra ist. Vor allem, es wurde so gut in Szene gesetzt, die Direct damit. Der Trailer für diesen Charakter, der war so geil gemacht. Ich habe echt gedacht, irgendwie, jetzt ruinieren sie das Happy End vom Spiel mit irgendeinem neuen DLC. Aber nein, es war einfach nur die Geschichte, um ihre Smash-Einladung vorzuweisen. Aber leider mit englischen Sprechern, was mir nicht gefiel. Ich will die japanischen Sprecher haben, bitte. Weil die kenne ich.
Ja, so viel dazu. Überlege auch gerade, hatte ich eigentlich die Tales of Spiele mit Englisch oder Japanisch gespielt? Ich glaube mit Japanisch. Tales of müsste ich auch mal wieder angucken eigentlich. Da habe ich auch noch hier Vesperia, glaube ich. Ach, ich habe so viele Spiele und so wenig Zeit oder Lust. Problem ist halt, dass ich relativ viele Sachen immer nur dann spiele, keine Ahnung. Wenn ich streame oder wenn ich halt auf Arbeit bin. Und ich will halt auch immer Videos nebenbei gucken, weil ich dann da nichts ansammeln möchte im Backlog. Deswegen kaufe und kaufe und kaufe ich Spiele und komme nicht weiter, aber naja. Die Leiden eines Onis. So, Handfängen, die kalte Klinge. Hallo, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Es gibt eine Laterne mit der Kalligrafie von Buanzi. Meine etwa schon fertig? Lass dich mal sehen. Meine Güte, das ist ja zauberhaft. Dieser Mann ist wieder ehrlich mit einem wunderbaren Talent gesegnet. Heutzutage sagt das keiner mehr, aber okay. Hast du jetzt zufällig einmal Herrn Quingsu gesehen? Wobei Kalligrafie ist, glaube ich, in Japan und China vielleicht echt noch relativ gut im Kommen. Oder gut in der Gesellschaft, wenn man das hat. Ist auch, glaube ich, ein Beruf teilweise vielleicht, den man gut Geld machen kann. Ich bin mir nicht sicher. Ja, egal. Quingsu gesehen? Quingsu, den habe ich gesehen. Ja, er ist gerade mit einer Gruppe von Kindern vorbeigekommen. Er sagte, sie wollten weiter rausgehen und irgendwelche Spiele machen. Seltsam nicht. Von einem derart bekannten Dichter würde man nicht erwarten, dass er sich so gerne mit Kindern beschäftigt. Geh einfach in diese Richtung. Du solltest keine Schwierigkeiten haben, ihn zu finden. Euer Ernst? Wo ist er ganz da oben? Okay. Ja, ich nutze jetzt mal die Wegzeit hier, um ein bisschen zu labern. Wie gesagt, also das HD Remaster von Skyward Sword ist okay. Gut, dass ich es noch nicht gestreamt habe mit einer Challenge. Weil eventuell gibt es ja dann in der HD-Version so ein bisschen was Schwierigeres. Ich meine, das Spiel hatte einen Heldenmodus von Grund auf. Aber der Heldenmodus war ein Witz. Weil Bank haben Leben aufgefüllt. Und mit einer Herzmedaille konnte man quasi später auch dann. Ihr seid auf mich zugekommen, ich habe nichts gemacht, ihr Vögel. Konnte man halt auch wieder Herzen finden. Also ab Absurdum geführt gegen Ende. Ja, dieses Mario Golf Game nicht zum Vollpreis. Vielleicht mal einen Bundle mit dem Tennisteil. Ich weiß nicht, so eine 6 bis 10 Stunden Story oder so interessiert mich halt mittlerweile nicht mehr. Nicht bei einem einfachen Sportspiel. Auch wenn ich sagen muss, dass der von mir gelobte GBA-Teil damals auch nicht länger war wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht. Es ist so wie mit Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen in Tokio. Hab ich jetzt hier stehen, ist aber halt nur eine Minispielsammlung. Aber naja. Wieso versuche ich da rüber zu klettern? Hier ist eine Tür. Kleine Leo, Yu und Su. Oh. Hallo Quing Su. Das will nicht funktionieren. Es muss komplexer sein. Nein, schon wieder eine Sackgasse. Mit der rätselhaften Dingen würde ich mein Publikum nur befremden. Was machst du denn da? Oh, du bist es. Ich arbeite gerade an ein paar Laternenrätseln. Für diese Kinder. Laternen, was? Damit bist du wohl nicht vertraut, was? Es ist eine Art Spiel. Auf jeder Laterne gibt es ein kurzes Rätsel und derjenige, der das Rätsel lösen kann, bekommt die Laterne, auf der es geschrieben steht. Jetzt gerade versuche ich, diese Rätsel zu vollenden und als wäre das noch nicht genug, bestehen meine kleinen Freunde auf zusätzliche Beute, wenn sie die richtigen Antworten finden. Beute. Woher kennen die denn überhaupt solche Ausdrücke? Wie läuft dein Wettstreit mit Vermeer so? Der Wettstreit? Was für ein Jammer. Ich muss ständig daran denken, seit wir diesen Wettstreit vereinbart haben. Aber ich schaffe es nicht mal, das geringste bisschen an Inspiration zu finden. Ganz egal, wo ich danach suche. Und ich weiß einfach nicht, welche Art von Gedicht eine würdige Schilderung des Hafen Liebe und des Laternenrituals abgeben könnte. Wenn ich ehrlich sein will, war das der einzige Grund für mich, die Einladung von Wang Ya anzunehmen. Ich hatte gehofft, hier vielleicht ein wenig Material sammeln und meine Muse finden zu können. Und Laternenrätsel sollen dir dabei helfen? Mach dir keine Sorgen um mich. Mein Schreibblock hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen. Diese Laternenrätsel haben doch aber nichts mit der Suche nach Inspiration zu tun. Die Kinder haben mir einfach schrecklich leid getan. An diesem Ort, der jeglicher festlicher Stimmung beraubt ist, haben sie niemanden, der mit ihnen spielt oder sie auf einen kleinen Ausflug mitnimmt. Ich will ihnen mit einem Rätsel einfach eine Freude machen, damit sie wie auch alle anderen am Laternenritual teilnehmen können. Egal, gerade sind mir 3 neue Rätsel eingefallen. Jetzt brauche ich nur noch 3 Laternen. Wärst du so freundlich und würdest mir 3 Sätze Laternenmaterial bringen? Ich habe auch direkt Laternen. Aber okay. Hast du die 3 Laternenmaterial-Sets schon besorgt? Yep. Hab mehr als genug davon. Du bist ja unglaublich tüchtig. Ich brauche nur einen Augenblick, um diese Laternen zu bauen.
Dann können wir die Rätsel hinaufschreiben. Ding so baut, bla. Ach, der Text doppelt zu lange oder was? In Ordnung, das sollte reichen. Diese Laterne. Hey, immerhin stamme ich aus Liebe. Wir haben das Laternenbasteln sozusagen im Blut. Auch wenn ich sicher nicht die allerbeste Technik beherrsche. Unsere kleinen Freunde sind bereit, das mit den Rätseln zu versuchen. Warum bleibst du nicht und feuerst sie an? Muss ich die jetzt auswählen oder was? Laternenrätsel. Steinhartes Fleisch und Bambusknochen lebt mit Tausenden von Klonen in der Stadt. Stein. Das pechschwarze Meer markiert das Ende des Fluges. Der Körper verbirgt ein strahlendes Licht. Pechschwarze Meer markiert das Ende des Fluges. Der Körper verbirgt ein strahlendes Licht. Gut. Das ist also ein Laternenrätsel. Für Palmons Herz gehen ist das viel zu schwierig. Hast du eine Ahnung, was die Antwort sein könnte? Steinhartes Fleisch und Bambusknochen lebt mit Tausenden von Klonen der Stadt. Das pechschwarze Meer markiert das Ende des Fluges. Der Körper verbirgt ein strahlendes Licht. Paimon. Pechschwarze Meer markiert das Ende des Fluges. Der Körper verbirgt ein strahlendes Licht. Ja, Laterne. Stimmt, du hast richtig geraten. Laternen haben einen Rahmen aus Bambus und im Stein im Innern. Sie schweben am Himmel, wenn sie aufsteigen. In der Wildnis gibt es keine Laternen, deswegen leben sie in der Stadt. Wenn auch das blaue Streetstück im Innern schwer zu beschädigen ist, kann trotzdem der Lampenschirm kaputt gehen. Wenn eine Laterne aufgestiegen ist, fällt sie unter Umständen ins Meer, das damit das Ende ihres Fluges markiert. Aber auch dann gehen die Wünsche nicht verloren, die an der Laterne gebunden wurden, was durch ihr strahlendes Licht symbolisiert wird. Ah, darauf wäre ich nie im Leben gekommen. Mensch, du bist ja wirklich schlau. Also solltest du dieses Geschenk annehmen. Meine Freunde sagen, dass man immer ein bisschen Beute bekommen sollte, wenn man richtig geraten hat. Dies hier kann deine Beute sein. Das zu Ende? Vogelei. Danke. Löse das zweite Laternenrätsel. Oh. Das sollen doch die Kinder machen, oder nicht? Ein Bambusraum mit Steinpulver brennt hell wie Sonnenschein in der Nacht. Rollt dem Donnerschlage gleich und lehrt das Fürchten, ruft allerdings Asche statt Blitzen herbei. Feuerwerk. Dieses Rätsel ist wirklich einfach. Du musst einfach nur richtig nachdenken. Bambusraum mit Steinpulver brennt hell wie Sonnenschein in der Nacht. Bla 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 bla. Laternen, Graf von Hoppel, Feuerwerk. Stimmt, du hast richtig geraten. Ha, es muss wirklich gleich gewesen sein. Bambusrohr, Steinpulver brennt in der Nacht. Und dann der Donnerschlag. Die einzig mögliche Antwort ist Feuerwerk. Oh, aber natürlich. Wie konnte mir das nicht einfallen? Weil du das Rätsel gelöst hast, bekommst du jetzt eine Belohnung. Yay. Noch ein Ei? Den Frosch. So, Laternenrätsel. Sieh zu, wie ich bei Van Min aufsteige und auf dem Wind nach Yuyun reite. Wenn aber meine Schnur beschädigt ist, schlage ich wild um mich und stürze in die Vergessenheit. Was kann das nur bedeuten? Sieh zu, wie ich bei Van Min aufsteige und auf dem Wind nach Yuyun reite, bla bla. Löwenzahn, ein Abenteurer auf einem Windleiter, Flugdrache. Wenn du beschädigt ist, schlage ich wild um mich und stürze in die Vergessenheit. Löwenzahn, keine Schnur. Es gab Flugdrachen zu kaufen. Stimmt, du hast dich geraten. Du musst auf den Wind reiten, wenn du so hoch wie Yuyun kommen möchtest. Man braucht eine Schnur zum Steuern, also muss es ein Drache sein. Was? Wie kann das sein? Oh, es wird nicht so sein, aber bist du nur darauf gekommen? Du musst wahnsinnig Dux sein. Wenn du das Rätsel gelöst hast, bekommst du jetzt eine Belohnung. Ja, die Kinder wollten alle Belohnungen haben. Kartoffel. Cool. So, Quingsu. Du musst wirklich einen scharfen Verstand besitzen, wenn du alle drei Rätsel lösen konntest. Also dann, normalerweise gibt es eine Laterne als Geschenk, wenn man diese Rätsel löst. Aber ich kann dir diese Laterne leider nicht geben, fürchte ich. Ich würde meine Hände ruinieren, wenn ich versuche, noch drei davon herzustellen. Bitte nimm stattdessen die hier. Diese Kinder scheinen immer noch nicht genug zu haben. Sieht so aus, als hätten die drei Rätsel nicht ausgereicht. Ich muss mir also noch ein paar mehr ausdenken. Was hat dich zu diesem Gedicht inspiriert? Oh, interpretiere da lieber nicht zu viel hinein. Dieses Gedicht war einfach nur ein kleiner Einfall ohne großartigen Hintergrund. Aber diese warten schon ganz begierig darauf, dass ich ihnen neue Laternenrätsel aufgebe. Ich werde so lange mit diesen Kindern spielen, bis sie genug haben. Wenn der Maler kommt, werde ich ihm Bescheid sagen. Oh, sieh nur, wie spät es schon ist. Wagner sollte jeden Augenblick eintreffen. Könntest du sie bitte für mich abholen? Ich werde diese Kinder hier noch ein bisschen mit Laternenrätseln unterhalten. Ich hoffe, er hat ein Buch dabei, wo das drin steht.
Okay, da porte ich mich hin. Weil sie ist noch in der Mitte davon. Kannst du nicht irgendwie zentraler sein bei einem Teleporter, Vanya? Na toll. Ah, vielleicht sehe ich noch irgendwelche Julian Peppers hier. Nö, sieht nicht so aus. Nicht im geringsten. Ja, sollten jetzt aber noch irgendwie Sidequests kommen, dann werde ich die aber definitiv erst Sonntag dann machen. Weil jetzt nochmal wieder ganz viele Nebenquests machen. Oh nö, habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche die Primus jetzt ja nicht mehr so direkt wie vorher. Hallo Vanya. Nun, da wäre ich also, Reisende. Hast du Kingsu und Bohanze gesehen? Was Kingsu und Bohanze angeht? Ich verstehe, wirklich toll. Ich dachte mir schon, dass niemand irgendwelche Vorbereitungen treffen würde. Wenn ich nicht da bin. Wow. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten hat ziemlich viele Waren zur Verteilung bestimmt. Ich habe sehr lange gebraucht, um sie alle zu zählen. Ich bin sofort hergekommen, nachdem ich fertig war. Ich hätte nicht gedacht, dass es so spät werden würde. Aber so wie es sich anhört, ist alles unter Kontrolle und ich muss nichts tun. Ich werde bald losgehen, mich bei Ihnen treffen. Machen wir aber vorher noch einen Spaziergang. Ja, klasse. Och nö, jetzt muss ich echt wieder hinterherlaufen. Folgewang, ja. Yep. Das Quinksche Dorf. Ich bin hier schon ein paar Mal gewesen, als ich noch klein war. Den Tufo und die kleinen Schnitzfiguren habe ich hier immer schon besonders gemocht. Auch die Umgebung ist wirklich wunderschön. Früher haben viele Menschen gedacht, dass man hier ein tolles Leben führen kann. Also, was ist passiert? Nun, für ältere Menschen ist das Quinksche Dorf ein ruhiger und entspannter Ort zum Leben. Alle Menschen kennen sich hier und die Dinge ändern sich kaum. Es gibt 100.000er Leitungen und ich ziehe dahin. Definitiv. Wenn man eine Weile hier lebt, könnte sogar meinen, dass die Zeit stehen geblieben ist. Aber für jüngere Menschen ist dieser Ort nicht gerade ideal. Die meisten jungen Menschen im Quinksche Dorf sind aus verschiedenen Gründen zum Hafen von Liebe gezogen und haben nur die alten Menschen und Kinder zurückgelassen. Was für Gründe waren das genau? Das ist eine lange Geschichte, schwer zu erklären. Gehen wir weiter. Wirklich? Wow. Dong Dong. Ich finde Dong Dongs Namen immer noch geil. Don't swing your Dong Dong. Dong Dong. Dong Dong, give me your Dong Dong. Sitzen. Vanya. Um es zusammenzufassen, ist das Quinksche Dorf aus welchen Gründen auch immer mit der Zeit zu einem Dorf für ältere Menschen, für alte Menschen und Kinder geworden. Wenn die festliche Saison ansteht, ist es hier besonders schwierig, eine wirklich feierliche Stimmung zu erzeugen. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten sorgt zwar immer für Warenlieferungen, aber als Außenseiter ist das wirklich alles, was wir für sie tun können. Ich glaube, was sie wirklich brauchen würden, ist das Zusammensein mit ihren Familien. Wenn du deine Familie um dich hast, ist sämtlicher materieller Reichtum, all die organisierte Unterhaltung auf der Welt nichts weiter als Familie, was? Oh, tut mir leid, ich habe einfach die ganze Zeit mit solchen Dingen zu tun. Das fange ich wohl sehr schnell mit den schweren Themen an, wenn ich nicht aufpasse. Ja, Fettnäpfchen, Vanya. Was machen wir nochmal? Wir suchen unseren Bruder. Wie auch immer. Schön ist jedenfalls, dass das Quinksche Dorf dieses Jahr deutlich festlicher ist, als für gewöhnlich, weil Quingsu, Bohanzi und du hier sind. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, Reisende. Warum gehst du nicht nach Hause? Ich kann nicht. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten liefert seine Ware in Zeiten des Laternenrituals an viele Orte aus. Und ich muss nach wie vor meinen Beitrag leisten. Manche dieser Orte sind so weit weg. Ich wette, du hast noch nicht einmal von ihnen gehört. Und nicht nur mir geht es so. Viele meiner Kollegen liefern darüber hinaus auch noch Laternen aus. Es ist unsere Hoffnung und Pflicht, den Menschen genügend Laternen zu bringen, damit auch jeder den Geist des Festivals erleben kann. Boring. Aber was mich angeht... Aha, ich bin eher eine Ausnahme. Ich schaffe es während der Festtage nicht, nach Hause zu kommen. In einem guten Jahr kann ich mir gegen Ende des Festes ein paar Tage frei nehmen und etwas Zeit mit meiner Familie verbringen. Normalerweise haben sie großes Verständnis dafür. Diesmal aber vermute ich, dass mich meine Mutter deswegen ziemlich nerven wird. Nun, ich muss bald wieder an die Arbeit. Du solltest zusehen, dass du aus dem Festival so viel wie möglich herausholen kannst. Fröhliches Laternenritual. Bla. Quest fertig. Gut. Lass ich raten, jetzt gibt es noch mehr Quests in den nächsten Tagen oder wie sieht es aus? Ah ja, natürlich. Oh, nur noch 5 Quests und man hat alle direkt zur Verfügung. Wie lange gehen die jetzt noch? Also ich will die jetzt heute Abend, morgen nicht mehr machen. Das dauert mindestens eine Stunde, bis ich durch habe. Dann haben wir 6 Uhr und dann muss ich schon eigentlich meine Tasche packen für heute Abend. Das ist also scheiße. Aber wenn man die heute... Man hat die jetzt quasi erst freischalten können. Dann wird man die ja wohl kaum... Werden die jetzt noch bis zum Wochenende halten. Alle Bitten annehmen.
Der Leuchtschirm 3, okay, ist verständlich, ist nett. Wahrscheinlich jetzt die Finalrunden von allen Dingern. Wächter der Lande, mit Kräutern, sie aus dem Quinksteldorf zu beschäftigen. Oma Roxen, Quinksteldorf, sage ich ja, Quinkste Quest. Eine Laterne als Geschenk von Oma aus dem Quinksteldorf, ja, Quinkste. Geschichten und Geschichte des Laternenrituals, ah ja, und das Finale von den beiden. Maler Vermeer scheint nach Quingsu zu suchen. Ach, die beiden sich vertragen, die beiden. Das ist eine nette Quest und das sind halt dann hier Rumlaufquests im Dorf. Gut, wie gesagt, um die kümmere ich mich dann die Tage, wahrscheinlich Sonntag. Sind ja auch nur noch in Anführungsstrichen 150 Primus. Das ist nicht nur ein Wunsch. Das ist eine Ziehung. Bla, und der Rest ist ja uninteressant. Quests. Achso. Ja gut, die werden alle miteinander benutzt. Okay. Für andere Quests. Interessant. Gut, dann kümmere ich mich jetzt noch um meine Dailies, meine Resin. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe fast voll. Und ja, mal gucken. Wie gesagt, wenn irgendwie hier dieses Doppel-Event ist für XP und Mora, dann werde ich das nutzen. Jeden Tag, aber jetzt aktuell nutze ich eher Talentbücher und Artefakte. Welchen Tag haben wir eigentlich heute? Moment, kann ich nicht heute sogar im Yu-Yun-Cast eventuell? Ja, kann ich. Heute kann ich eher Bücher für Chao farmen. Das ist gut. Das geht schnell vor allem. Das ist einfach. Dann weiß ich, was ich jetzt machen kann. Mal ganz schnell schon mal nach Mondstadt gehen, damit ich da nämlich die Dingens craften kann. Gleich. Die Harzdinger. Da spare ich nämlich ein bisschen Zeit mit. Auch wenn ich eventuell die Meinung habe, dass man vielleicht mit einzelnen Runden und halt nur 20 Resin pro Run eventuell deutlich mehr rausholen kann. Aber ist nur so eine Meinung irgendwie, die vielleicht nicht stimmt. Ansonsten kann ich auch noch ein paar Dinger craften hier eigentlich. Ein paar Laternen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch brauche, aber machen wir mal so. Oh, ich habe wieder 50 Kristalle mittlerweile. Ich habe relativ gut was gesammelt. Dadurch, dass ich jetzt nicht immer jeden Tag die Dinge nutze. Ja, das ist gut. Das ist echt gut. So, die Aufnahme ist jetzt 50 Minuten lang. Fast 55. Aber ich habe die beiden wichtigen Quests schon mal gemacht. Warum ist mein Desktop-Audio jetzt weg? Die ganze Zeit kein Desktop-Audio gehabt, oder was? Doch, habe ich. Ich wollte gerade sagen. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt vielleicht noch eine Runde Smite spielen für mich und dann werde ich mich um den Rest hier kümmern. Und dann. Ich bediene bis zum Wochenende. Und dann halt wie alles gehabt. Schon wieder 16.000 Abenteuer-EP. Geht relativ schnell sogar teilweise. Aber, ja gut, es ist nicht mal ein Zehntel. Nicht mal. Das ist halt, egal, passt schon. Gut, dann sage ich hier ciao und bis dann.